Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cities. Wow. City Skylines 2, was ist denn das für eine Wolke? Ja. Was ist denn hier? Ist das Nebel? Soll es Nebel darstellen? Okay, das hat mich jetzt gerade dezent. Vielleicht das. Ich kann jetzt auf die Oberfläche schmalen. Ja, in den letzten Folgen haben wir, einiges wieder gemacht. Wir haben den Hafen vor längerem schon gebaut. Wir haben hier vorne das. Alter, das Spiel leckt. Jetzt habe ich mittlerweile FPS in seiner Brücke. Auch nicht schlecht. Wir haben hier den neuen. Das neue Viertel hier errichtet. Büroviertel. Die Stadt wächst und wächst weiter. Also, das ist massiv. Hier wächst auch Stück für Stück ein bisschen mehr. Wir haben die Buslinien angepasst. Die sollten hier auch mittlerweile, eigentlich sollten wir hier hoffentlich irgendwann mal, ja schon mal 1000 Schüler mittlerweile, schöne Sache. Hier auch 600 Schüler. Langsam kriegen wir endlich schlaue Leute. Es hat lange gedauert. Wir haben neue Müllabfuhren, die es irgendwie nicht in die Gebiete reinschaffen, habe ich das Gefühl. Oder er dreht immer um, bevor er dahin soll. Switchcon, was? Von bescheidenen Toastern bis zum selbst... Was ist selbstordnenden Sockenkommoden? In dieser Fabrik wird alles hergestellt, was man in Steckdosen anschließen kann. What? What? Hier. Switchcon. Du bist so eine Anlage, die eigentlich hier unten hingehört. Da geben wir doch hinten die kleine Straße auf und setzen das Ding hier hin. Das passt einfach. So ein Riesenkonzern. Haben wir noch die Treibstofffabrik? Die würde super hier hin passen. Wir haben noch hier so eine zweispurige Straße, oder? Alter, Musik ist gut. Warte mal. Musik, 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 Musik. Heide Witzke. Also teilweise übertreibt das Spiel schon ein bisschen mit der Musik, ja? Aber das ist eine getrennte Straße, ne? So. So. Dann bauen wir hier noch die Treibstofffabrik hin. Dann haben wir diese Signature Buildings nicht hier. Ah, oh, schade. Da muss ich noch ein bisschen umdesignen, wie es ausschaut. Schaufel. Bestimmte Höhe angleichen. Gut, und jetzt sollte ich doch die Fabrik da hinsetzen können. Ach, meine Nase juckt schon wieder. Super. Das schaut schon wieder sehr, sehr gut aus, finde ich. Der schaut soweit echt nicht schlecht aus. Ich würde halt gerne die Straße hier lang ziehen. Ich weiß bloß, dass das schon wieder in einem Chaos enden wird, wenn ich das jetzt nochmal probiere. Du produzierst und sitzt gute Sachen, ne? Dir fehlen Mitarbeiter, aber das wird schon alles. Genauso wie es unserer Poststation ein bisschen an Mitarbeitern fehlt. Was wollten die eigentlich alles? Mit hoher Qualifikation. Ja, das wird schon wieder... Wir haben doch gerade ganz viele in der Schule. Vor allem so an einer technischen Universität haben wir viele, viele Schüler. Schauen wir mal, wie es aktuell mit unserem Schulsystem ausschaut. Bei der Grundschule sind wir immer sehr knapp am Limit. Sehr knapp am Limit. Hier haben sie jetzt Asche viele große Gebäude errichtet. No, warum?
Was ist mit unserem Müll los? Warum wird das nicht erfasst? Oder habt ihr einfach so viel Müll, dass wir so richtig viele bräuchten davon? Schau, der fährt nicht durch. Der kommt da gar nicht hinterher mit dem Müll. Vielleicht sollte ich mir mal einen neuen Müllplatz aussuchen, den ich noch errichte. Wie ist das eigentlich mit den Ressourcen aktuell? Auf die haben wir uns das letzte Mal schon drum gekümmert. Kohle und Stein schauen mal gut aus. Hier haben wir ein geringes Defizit bei Metallerzen aktuell. Bei Öl sind wir so fast dabei. Okay, Weizen werden wir, glaube ich, nie aufholen können. Wir brauchen 3000 Tonnen. Das sind 3,4 Millionen Kilo, was wir hier benötigen. Leco mio. Was fehlt denn dir, Ausgebildete? Ich weiß nicht, ich verstehe das bis jetzt noch nicht. Warum ist die Gewerbeanfrage einfach so brutal? Warum? Ich habe hier einen Stau. Hier ist ein Unfall. Und hier ist Stau, hier ist echt Stau. Ich sollte hier vielleicht mal die Straße komplett wirklich verbreitern. Und den Verkehr auf die achtspurige Straße upgraden. Warte mal, ist das eine achtspurige? Das ist eine achtspurige Straße mit Mitteltrennwand, okay. Überlappende Objekte. Ah, der Friedhof. Wir müssen den Friedhof versetzen, Leute. Wo setzt man den Friedhof hin? Eigentlich wäre hier unten gut, ne? Soweit sollten wir da unten nichts umbauen. Der Park muss sich ein bisschen bewegen. Schau, ist doch jetzt gut, wenn wir den Park dann nach hier unten setzen. Muss das Krankenhaus ein bisschen versetzt werden. Oh, immer wieder diese Mini-Versetzungen. So. Die neue Hauptstraße. Und weißt du was? Wir setzen hier eine Straße zwar rein. Aber ich würde gerne hier eine Schule hinsetzen noch. Wir brauchen hier immer mehr Grundschulen. Und es schaut mir nach einem perfekten Platz für eine weitere aus. Ja, okay, halt ohne Kinderklinik, aber mei. Das sollte jetzt nicht das Problem werden am Ende, ne? Das mit diesem blöden Fußgänger bewegen, das macht mir echt Probleme. Setzen hier einen Fußgängerüberweg rein. Ich hoffe, das wird das Chaos ein bisschen besänftigen. Dann werden wir die Straße ein bisschen verschönern. Superb. Superb. Da habe ich jetzt einen Fußgängerweg reingesetzt. Damit die Straße ein bisschen freier bleibt.
dass man nicht hier so Aufzüge oder so, weil die Treppen sind doch niemals ewig so lang, wie sie jetzt hier sind zum Beispiel. Warum kann ich keine Treppenunterführung hinbauen zum Beispiel? Wenn jetzt hier sagt, ich will hier Untergrund gehen. Beschwert er dich, dass hier der Hang zu steil ist? Wie weit muss ich gehen, damit es funktioniert? Was soll das? Niemand im Leben macht so tief eine... Ich will doch nur eine fucking Unterführung machen. So, das ist jetzt Untergrund. Ich sag, ich möchte jetzt hier rauf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist unterirdisch. 7,5 Meter unterirdisch. Wie weit muss das sein? Das ergibt absolut null Sinn. Wait, können die das nutzen? Das wäre ja Premium. Wenn das ein Bug wäre, das wäre Premium. Alter, what the fuck? Wenn ich das nutzen kann, das wäre... Ah, bitte funktionier. So, okay, aber wenn es funktioniert, ist zwar irgendwie scheiße auf eine gewisse Weise, aber kann ich da noch eins runtergehen und das funktioniert trotzdem? Wenn ich sage, ich will hier unten durch, das geht gut. Wenn ich sage, ich mache hier anschließen oder ich gehe hier rauf. Okay, wir machen immer hier irgendwo einen Test. Wo können wir das am besten testen? Hier. So, okay, let's try this. Nutzen Sie das? Wir werden es sehen. Wäre ein funktionierender, schöner Bug, aber ich glaube es ja irgendwie nicht. Wahrscheinlich mal. Im alten Spiel kamen dann irgendwann Treppen. Im ersten Teil. Wo sind die Treppen? Wo? Das nutzt mir doch kein Schwein. Wir warten denn hier an der Bushaltestelle, bitte? Holy moly, Mother of Jesus. Wie viele? Ich finde es interessant, dass... Ah, die rote Linie kommt hier auch hin, okay. Vielleicht wäre doch eine U-Bahn mittlerweile schlau. Ah, schau mal an, was jetzt auf einmal mit... What the fuck, was wollen denn die jetzt alle mit Wohnungen? Kein Problem. Wir machen ein paar neue Wohnungsgebiete. Das alte Bild verändert sich jetzt stetig.
So. Es wird Stück für Stück das Bild der Stadt sich ändern. Man müsste eigentlich so mal ein Foto neben von den ersten zwei Folgen der Stadt machen und dann von der jetzigen Stadt. Wie einfach massiv diese Stadt gewachsen ist nach einer Zeit. Wie viel EP fehlen wir noch für den nächsten Fortschritt? Nicht mehr viele. 800. Habe ich noch irgendein Spezialgebäude, was ich platzieren kann? Wann kriege ich denn hier zum Beispiel das hier? Büros mit hoher Dichte 3000. Sendemasten 1 von 5. Hier brauche ich 10.000 Zellen für Büros geringer Dichte. Okay, andere Idee. Was kann ich hier? Wann kriege ich dich zum Beispiel? Wohnhäuser mit hoher Dichte NA. Ja, die haben wir nicht. Würde wir können... Na doch. Ah, Stufe 5 sollen die dann sein, okay. Reihenhäuser mittlerer Dichte. Das sind alles Reihenhäuser. Du brauchst mittlerer Dichte. Ja, okay, die haben wir mittlerweile angefangen abzureißen. Wohnungen mit geringer Dichte. Gemischte Wohnungen. Ich weiß gar nicht, warum kriege ich zum Beispiel gar nichts mehr mit mittlerer Dichte. Ist auch. Also teilweise verstehe ich es nicht. Landwirtschaftliche Gebietszentrale. 5 von 10. Fahrzeugfabrik. Ölbohrungsgebietszentralen, okay. Also wenn ich jetzt ein bisschen mehr Weizenfelder mache, dann freut er sich, oder was? Ja, warte mal, Ressourcen. Wo ist es? Das Ressourcen, ich kenne das Zeichen bis hier nicht, da. Müssten wir hier Felder machen. Oder wenigstens hier draus Felder. Die Chance nutzen und Felder machen. Warte, das fällt dann. Kann ein Gebiet mit fruchtbarem Land platziert werden. Oh, Hauptstadt! Nice! Dann versuchen wir doch mal. So gut es geht. Hier Felder noch zu errichten. Warum ist denn das jetzt hier? Da ist dann wieder ein überlappendes Objekt. Ich verstehe es nicht. Das ist sicher wieder ein Bug oder sowas. Zwei Straßen. Die sollen jetzt einfach hier dran knüpfen. So. Dasselbe machen wir jetzt noch hier drüben.
sind jetzt auf dem Land sich befindliche Bauern. Bauernhöfe. Das sollte auch funktionieren. Jetzt fehlt noch ein Stromnetz, weil Strom ist natürlich auch keiner da. So. Einmal anschließen ans Netz. Gut, bedeutet, die Bauernhöfe sollten jetzt dann auch anfangen, Jobs zu kriegen, oder? Aber wir haben jetzt endlich Hauptstadt freigeschaltet. Und ich würde jetzt dieses automatische Park... Oder nee, warte, ich will erst eigentlich... Wasseraufbereitungsanlage. Wäre eine sehr gute Sache. Hier Seuchenschutzbehörde, Gesundheitsorganisation, Industriemüllverarbeitung. Geologische Forschung und Hadronenspeicherung, okay. Hei. Feuerwachen, kleiner Schutzraum, Gefängnis, Zentralbank. Mich interessiert aber eher der internationale Flughafen. Jetzt haben wir noch 9 Punkte übrig. Touristenattraktion, es muss sein. Wenn wir jetzt einen Flughafen uns gönnen, dann müssen Touristenattraktionen eigentlich dabei sein, ne? So, ich würde jetzt gerne den sehen, schnell, den internationalen Flughafen. Wie groß ist der? Heilige Makrele! Der ist so groß wie unsere Stadt. Heilige Makrele! Wir müssen eigentlich hier unten irgendwo hinsetzen. Ich wüsste sonst nicht, wo der gute Platz wäre. Wir können den natürlich hier auch hinsetzen, aber... Ne, da ist der Platz, den brauchen wir. Der muss hier unten hin. Oder nach hier hinten. Heilige Makrele, du. Ich würde gerne hier oben noch eine Stromproduktion hinsetzen. Das sind wie viele Teils? 24 kaufen wir. Und jetzt ist da schon wieder Tornado. Ich glaub's kaum. Hier hinten kommt jetzt echt dann der Flughafen hin. Wenn wir es schlau, wenn wir wahrscheinlich hier einen platzieren. Autobahn freikaufen. Dann setzen wir die nach und nach hier. Aber hier würde ich nochmal eine Talsperre einsetzen. Vielleicht können wir da auch einfach mal eine Talsperre so einsetzen. Früher waren die hydrostatischen Kraftwerke noch gebaut. So, ich mag jetzt aber trotzdem nochmal gucken, in welche Richtung die normalerweise laufen. Strom nach hinten. Gut, bedeutet... Er sollte jetzt dann anfangen, das anzustauen. Und draußen eine Talsperre zu machen. Super, dann haben wir hier die nächste Talsperre. Und die größte hätte ich hier vor. Die soll die komplette Länge hier einnehmen und den größten See ever erzeugen. Wie viel würde uns das kosten zu bauen? Wenn ich sage, ich will wirklich von hier nach hier eine Tal... Von hier nach hier eine Talsperre ziehen. 4 Millionen. Können wir uns easy leisten. Wird wie viel produzieren? Wir machen das chinesische Mauerwerk hier auch. Scheiß drauf. Let's see what happens, würde ich sagen.
Aber Leute, ich würde sagen, das ziehen wir beim nächsten Mal weiter durch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.